Die Landeklappen sind jetzt ausgefahren. Wir sind kurz vor der Landung. Kurz nach der Landung ging es auch dann schon weiter mit dem Bus und dann später zu Fuß in den Dschungel, wo wir die Fütterung der Orang-Utans zusehen konnten. Tierbeobachtungen sind in Malaysia nicht ganz so einfach, weil die Tiere im Dschungel gute Versteckmöglichkeiten hatten und deshalb schwer zu entdecken waren. Aber hier soll das eine ganze Weile durch den Dschungel, bis wir zu einer Aussichtsplattform kamen, wo man die erste Fütterungsstation beobachten konnte. Und da saß auch schon der erste Affe und wartete darauf, dass es etwas zu essen gab. Bei näherem Hinsehen bemerkten wir dann, dass die Affenmutti nicht allein war, denn an seinen Körper klammerte sich ein Affenbaby, was sehr niedlich anzuschauen war. Wir beobachteten die beiden eine ganze Weile und dann plötzlich kamen von der Seite drei weitere Affen herangeangelt. Zur Fütterungsplattform hin hat man Seile gespannt, damit der Orang-Utan von allen Seiten sich zu dieser Plattform bequem heranangeln kann. Die Makakenaffen nutzen diese Seile natürlich auch. Die Orang-Utans, die hier zur Fütterungsstelle kommen, sind überwiegend Affen, die ausgewildert wurden und sich zum größten Teil doch schon sehr gut in der freien Natur zurechtfinden. Hier in diesem Dschungel gibt es Orang-Utans,
die gar nicht mehr oder ganz selten noch zur Futterstelle kommen. Es ist ein Zeichen, dass sie sich an die Natur hier im Dschungel sehr gut gewöhnt haben und auch genügend Nahrung finden. Leider wird durch Rodung des Urwaldes der Lebensraum der Orang-Utans immer mehr eingeengt. Dann kamen die Pfleger und die vier Affen konnten sich über einen großen Berg Bananen heranmachen. Inzwischen schlichen sich viele Makakenaffen an, die natürlich auch etwas von den Bananen abhaben wollten. Die Pfleger hielten sie aber so lange zurück, bis die Orang-Utan satt waren. Durch die Anwesenheit der Ranger konnte man erkennen, wie ruhig und gelassen die Orang-Utans die Früchte annahmen. Der Orang-Utan ist größer und kräftiger als die Makaken. Und trotzdem verspürt man ohne Anwesenheit der Ranger eine gewisse Unruhe, wenn die Makaken in der Nähe sind. Die Ranger halten deshalb auch während der Fütterung die Makaken von dieser Fütterungsstelle fern. Auch unter den Makakenaffen war eine Mutti mit einem kleinen Affenkind. Nun sind die Makakenaffen an der Reihe. Sie haben sofort mitbekommen, dass die Orang-Utans die Fütterungsstelle verlassen haben. Und sofort stürzen sie sich über die Reste, die dort übrig geblieben sind. Die Naturschützer lassen ihnen natürlich diese Reste auffressen, denn sie haben ja auch Junge. Den Makakenaffen sieht man es an, dass sie auf die ständige Flucht vorbereitet sind. Denn sie wissen ganz genau, dass diese Fütterung den Orang-Utans vorbehalten ist. Jeder einzelne Affe versucht, so viel wie möglich von diesen Vorräten zu ergattern, um damit in den Dschungel zu verschwinden.